Donnerstag, 2. Mai 2024. Mein Camino, Tag 27. Es regnet, als ich loslaufe. Na toll, weit wird es heute und stetig geht's bergauf. Anfangs an der Straße entlang wird der Camino dann richtig gemein, jedenfalls bei Regen. Schlammig wird es. Ich mache einen Schritt bergauf und rutsche zwei Schritte wieder runter. Frustrierend ist das. Und dann noch das Wetter. Okay, denke ich. Wieder ein Tag, der dich prüft. Körperlich bin ich eh ein Kämpfer, mental fluche ich vor mich hin. Das hilft. Es ist halt nicht immer alles schön auf dem Camino. Auch wie im Leben, denke ich. Ich schaffe es nach 6 Stunden und 29,34 Kilometern bergauf wieder zu Hause zu sein. Bei meiner lieben Frau, bei den Hunden. In Fredo. Durchnässt, dreckig und völlig verschlammten Schuhen, aber froh, diese Prüfung bestanden zu haben. Fazit des Tages: Schreien befreit. Lass den Frust raus. Verletze aber niemanden dabei. Boah, da oben die Wolke. Ja. Knie macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, good morning in the morning. Good morning in the... Ja. Weißt du wohl. Good morning. So. Hast du dein linkes jetzt bandagiert? Ja. Ja, das ist gut. Scheiß Wetter heute. Ja. Ist es mit Starkregen zu rechnen? Wir haben überlegt, abzuwettern. Oder ich habe das kurz überlegt, aber es bleibt die nächsten Tage so. Ja. Und wir haben ja alles dabei, was wir brauchen. Ja, Regenhose hat er noch eingepackt und so. Heute hast du die Aufgabe, deine Stöcker zu benutzen. Heile anzukommen auch. Heile anzukommen. Pausen zu machen, mindestens 2. Ja. Das ist jetzt meine Aufgabenstellung an dich. Enttäusch uns nicht. Bananen, Kamera. Heißt das nicht Bananen, wenn das 2 sind? Ja, stimmt. Banane, Kamera. Da habe ich so einen Kursus gekriegt. Kalle guckt schon wieder. Hey. Ja, der hat schon gejammert, aber not today. So, Leute. Ich zieh durch. Das nützt ja nichts. 29, irgendwas. Knapp 30 Kilometer. Auf dem Berg. 1190 Höhenmeter. Und irgendwas noch bergab. Habe ich vergessen. Wenn diese rum ist, diese Etappe, sind alle schlimm weg. Ja, weiß soweit ich nicht. Weiß. Also, doch, soweit ich weiß schon. Dann bleibt kommen ja normal ein. Schlimme. Bleibt ja. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man die erste, also die Pyrenäenüberquerung, nur weil es die erste ist und über die Pyrenäen geht. Ich weiß nicht. Ich fand zwischendurch manches schlimmer. Okay. Ne? Gut. Aber gut, wir werden sehen. Wir sind gespannt. Wir wünschen dir buen Camino. Buen Camino. Du machst das. Und falls nicht, du weißt, auf dieser Strecke musst du teilweise nicht mich anrufen, sondern den Helikopter. Ja, ja. Weil da fahre ich nicht hin. Alles klar. Gut. Oh, Leute. Hoffentlich kriege ich so doll den Hintern nass. Ja, das wünsche ich dir hauptsächlich. In diesem Sinne, wir sehen uns auf der Strecke. Buen Tschüss, Camino. Mein Schatz. Tschüss. Buen Camino. Kalle springt los. Tschüss, Kalle. Und damit auch von mir nochmal guten Morgen von der Piste. Knapp 30 Kilometer. Wir befinden uns noch in Villafranca del Bierzo und müssen jetzt ganz weit und ganz steil heute bergauf laufen. Naja, es nützt ja nichts. Ich hoffe, dass das Wetter nicht so ist wie in der Nacht. Da hat es ordentlich gegallert. Und das braucht man beim Wandern nicht unbedingt. Das seht ihr auch hier, wie schlimm das geregnet hat. Oh nein, nein. Naja, wir gucken mal. Gleich sind wir aus der Stadt. Wasser ist immer was Schönes, ne? Oh, da liegt aber viel Zeug rum, was so angeschwemmt wurde. Immer heiter weiter. Auf Wiedersehen, Villafranca del Bierzo. Benvenido, O Cibrero.
so Gott will, in 6 Stunden, 7 Stunden. Mal gucken. Natürlich. 9 Etappe oder 8 vor Schluss. Kackt die App ab. Nichts geht mehr. Ich habe sie schon einmal runtergeschmissen und neu drauf getan, aber da muss ich mich heute mal kümmern, wenn ich in Fredo bin. Das wäre natürlich schade, weil die ganzen Etappen weg sind, auch die Planung und so. Naja. Ist Herbst oder was? Ist irgendwie nicht Frühling oder 2. Mai oder Spanien, wo immer die Sonne scheint. Es ist kalt, es ist nieselig, aber grün. Und im Moment, oder einen ganz großen Teil heute, geht es halt hier in diesen Schluchten neben der Autobahn. Geräuschpegel ist dementsprechend. Und hier der Nationalstraße. Und irgendwann zum Schluss geht es dann mal links ab in die Berge, auf den Berg. Aber im Moment ist das heute der Charme, den wir heute Morgen erleben dürfen. Das ist aber schön. So ein altes kleines Bergdorf. Nur die Autobahn nervt. Ein Haus in die Kurve gebaut. Rund. Konsequent. Ja. Knie muckt. Nicht schön. Und ein bisschen ist es ja noch. Aber wir kämpfen weiter. Das Wetter ist sehr wechselhaft. Da vorne sind jetzt mal ein paar Sonnenstrahlen, dann gibt es wieder einen Regenguss. Ich kann noch nicht sagen, wie es heute ist. Ich habe noch keine Meinung zum Tag. Muskelkater spüre ich. Beine sind nicht so schwer wie gestern. Aber der Hintern, gibt's das, dass der Hintern schwer ist? Gluteus maximus macht Zicken. Kitty, Kitty. Och, ihr seid aber dünn. Ich hab gar nichts für euch. Das ist ja traurig. An Katzenfutter habe ich nur nicht gedacht. Was ist hier denn los? Leute! Sonne! Wie schön ist das denn? Ui. Ja, man hört die Autobahn stetig. Aber man läuft durch so eine grüne Talsohle heute. Aber permanent bergauf, also man merkte schon, dass wir heute ordentlich Höhenmeter machen. Und vielleicht muss ich gleich mal meine Jacke ausziehen. Ist doch jetzt ein bisschen warm.
Geil, wa? Jacke ausgezogen. Nussriegel am Start. Läuft. Gibt's auch mal. Muss man halt mal über den Rastplatz von der Autobahn. Laut. La Portella. Nimm das. Huhuhu. 174. Geilo. Ja, Leute, es wird weniger. Das Ende naht. Schatzi, schau mal. Servende. Das wäre doch was. Bisschen groß, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Naja, ich habe es gewusst. Ich wusste, der Tag kommt, an dem ich mich dieser Herausforderung stellen muss. Der Tag ist da. Jetzt gilt es, nicht kneifen, machen. Vorher genießen wir noch mal dieses schöne Dorf. Und sammeln noch mal Kraft. Na Hüsi, ist alles gut? Ich hoffe, du chillst nur. Nicht, dass er nicht mehr hochkommt und eine Kolik kriegt. Das wäre ja nicht so schön. Ja, ihr Lieben, von nun an müssen wir da hoch. Freude so mittel. Mittel bis Minus. Aber nützt ja nichts. Wir werden mit einer Wahnsinnsaussicht belohnt. Moin! Ich sitze hier angeschnallt im Auto und habe komplett vergessen zu filmen. Es ist mittlerweile schon gleich 23:30. Ich bin nochmal zurückgefahren nach Ponferrada, weil ich gestern mit Erschrecken festgestellt habe, dass Linas Futter zur Neige geht. Der nächste Kiwoko, wo ich dieses spezielle medizinische Futter kriege, wäre viel zu weit gewesen. Also eigentlich ganz gut, dass ich es noch gesehen habe. Jetzt bin ich die 18 Kilometer nochmal zurückgefahren, habe Hundefutter gekauft und jetzt fahre ich weiter oben auf den Ocebrero oder nach Ocebrero, das ist ja auch ein Ort. Bin auf die Strecke ein bisschen gespannt, weil ich erinnere mich vom letzten Mal, dass da einige Straßen blöd gesperrt sind oder auch noch gar nicht fertig gebaut sind, die Autobahn und sowas. Und das sagt sie mir jetzt auch schon die ganze Zeit an. Ich fahre jetzt los und gucke mal, was mich da erwartet. Und nicht zu vergessen, natürlich habe ich auch heute Morgen schon Wasser getankt und entsorgt und diese ganzen Sachen gemacht. Also bin schon eine Weile unterwegs. Vorm Anstieg wird aufgeschlossen. Ist echt voll. Ich hatte vorhin mal so 2 Stunden, da war ich für mich alleine unterwegs. Das war richtig angenehm in der Grünhölle. Aber jetzt laufe ich auf. Nützt nichts. Es ist, wie es ist. Und da oben sind überall Autobahnen. Heute sind überall schöne Bächlein. Das ist richtig cool. Wasser, Wasser, Wasser. Von oben
und an den Seiten. Ja, stetig geht's bergan, ihr Lieben. Ich wiederhole mich, aber was soll ich euch sagen? So ist es nun mal. Die Fahrradfahrer habe ich heute schon dreimal überholt. Die schaffen ja gar nichts weg. Die halten auch echt an jeder Milchkanne an. Also das wäre ja für mich nichts. Zu Fuß schneller sein oder mehr vorankommen als mit dem Fahrrad. Leute, jetzt gebt mal Gas. Oh Leute, warum mache ich das? Was will ich mir hier beweisen? Absolut verrückt. Und immer berghoch. Naja, Ocebrero liegt halt auf dem Berg, ne? Oh mein Gott. Aber immer einen Fuß vor den anderen. Dann wird das schon. Oh, der hat's gut. Leute, absolut hart. Also ich weiß nicht, erste Etappe Pyrenäen, das kann man nicht vorbehaltlos unterschreiben, dass das die schwerste ist auf dem Camino France. Also hier am Ocebrero, Halleluja. Und dann noch das Kackwetter. Meine Güte. Oh Leute, jetzt geht's gerade mal ein bisschen gerade. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Alter, ist das heftig. Und jetzt gießt es wie Sau. Ich muss die mal, also die Kamera muss mal in die Brusttasche. Oh, krieg keine Luft. Was ist hier denn los? Matsche. Also aufpassen, wo wir hintreten. Boah, das ist aber hier der Ritt auf den rohen Eiern, Leute. Das ist ja rutschig wie Sau. So eine Scheiße. Da wäre ich ja besser auf der Straße geblieben, ey. Wie kann man den denn so zergraben? Meine Fresse. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Gott, das ist so gefährlich. Hätte ich mich mal für den Fahrradweg entschieden. Aber hätte, hätte Fahrradkette, jetzt bin ich hier. Regnet noch munter vor sich hin. Akku ist so auf, keine Ahnung, 30-25%. Bin ja jetzt auch schon ein paar Stunden unterwegs. Ja, heute ist wieder richtig Kraftprobe und durchhalten und widrige Verhältnisse. Also heute kommt alles zusammen. So aufpassen, dass man nicht hinfällt. Ist wie Schmierseife. Wir sind angekommen auf dem Ocebrero neben dem Ort Ocebrero. Lolo bellt gerade Hardcore-Camper an. Ich bin ganz froh, dass ich mich heute Morgen schon für Skihose entschieden habe, weil ich muss jetzt mit den Hunden Gassi und es schneeregnet. Der Mann tut mir unendlich leid für diese Etappe bei diesem Wetter. Ich denke, er flucht wahrscheinlich eine Menge heute. Völlig zu Recht. Ich bin gerade Teile
Teile gefahren, Teile des Camino gefahren. Kalle, hör mal auf. Und es haben tatsächlich mehrere Pilger versucht, bei mir per Anhalter mitzukommen. Also ich habe auch gesehen, wie andere Autos angehalten sind. Also viele geben tatsächlich auf. Es war bestimmt 4-5 Mal. Ich kann niemanden mitnehmen, allein wenn ich alleine bin, wegen der Hunde, weil die dann hier drin eskalieren und ich dann nicht mehr fahren kann. Es geht immer nur, wenn wir zu zweit sind und einer die Hunde sortiert. Von daher musste ich abwinken, leider. Das tat mir auch sehr leid. Also es ist eine krasse Strecke und das ist ja nur das, was ich gesehen habe an der Straße. Ich will gar nicht wissen, wie die Teile sind, die nicht an der Straße lang gehen. Ja, hier sind noch ein paar Hardcore-Camper, die kochen gerade draußen im Schneeregen nach ihrer Fahrradtour. Oder ich glaube, jetzt kommen auch noch welche dazu an. Ich hoffe, die wollen nicht zelten. Wow, was ein Wetterchen. Letztes Mal, als wir hier waren, lag noch Schnee und was Kalle in meinem Gesicht macht, weiß ich gerade nicht. Ihr wisst Bescheid, ich gehe jetzt da raus und darf mich nicht beklagen, weil es sind nur im Vergleich zu Rico ein Bruchteil der Zeit. Aber die haben sich jetzt hier den Berg hochgequält mit den Fahrrädern. Aber Zelte haben sie auch nicht dabei. Die kochen aber für ganz viele Leute. Wahrscheinlich sind die verabredet. Lolo, hör mal auf. Alles gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt raus. Ich mache das mal gerade hier mit dem Handy, weil ich die GoPro nicht in das Wetter mitnehmen will. Mit dem MediaPod ist sie wasserempfindlich. Hier bin ich hochgekommen von Ocebrero. Hier ist der Picknickplatz des Ortes. Da oben stehen wir. Und da sind ganz viele Flächen. Die sind relativ schief. Ich habe es jetzt mit Klötzchen einigermaßen hinbekommen. Und wenn ihr dann hier weitergeht, ist es erstmal noch geteert. Und dann geht das gleich in Schotterweg über und in so Waldwege. Also hier kann man auch sehr, sehr schön mit den Hunden spazieren gehen. So viel zum Stellplatz, mehr ist nichts zu sagen. Es gibt nämlich gar nichts. Es gibt keine Fernentsorgung natürlich. Es ist ja ein Picknickplatz. Und es gibt auch keine Müllcontainer hier oben. Wahrscheinlich unten im Ort irgendwo. Aber das könnt ihr dann ja nach der Abfahrt auch entsorgen. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Rico, war das wichtig, dass ich einen schönen Platz mit Aussicht suche für uns? Kommt ihr mal weiter, bitte. Da hatte ich schon zu ihm gesagt, meinst du, dass das wichtig ist? Weil auch beim letzten Mal sah es hier so aus. Theoretisch hat man hier eine Bombenaussicht über die Berge. Gerade noch unter der Wolkendecke auf der Straße konnte ich es noch ein bisschen erahnen, wie schön das ist. Und ja, heute ist es ziemlich sinnlos. Vielleicht klart es ja noch auf. Und wir gehen jetzt erstmal Gassi. Es hat gerade ein bisschen aufgehört zu regnen. Vielleicht habe ich ja Glück und die Hunde werden nicht zu nass. Kalt. Guck mal, hier sind noch Reste von einem Schneemann. Also so lange ist das noch nicht her hier, dass hier eine Schneedecke war, offensichtlich. Ah, jetzt fängt es wieder an zu schneeregnen. Armer Ehemann, armer Rico. Oh. Geht gar nicht. Das ist wegrutschen ohne Ende. Man hätte es ahnen können bei Regenwetter. Alle, die mal hier hinkommen, Etappe Ocebrero bei Regen, bleibt auf der Straße. Es ist die Hölle. Es frisst so viel Kraft, dieses Wegrutschen. Und ich bin immer wieder erstaunt, was ich schaffe. Unfassbar. Guckt euch das an. Das ist doch scheiße. Straße, Straße. Lächerlich, so ein Weg. Muss ich mal schimpfen. Finde ich nicht gut. Kann ich reden? Muss laufen. Oh, es
ist so hart steil. Immer noch nicht da, Leute. Kurz mal ein bisschen flacher. Kurz mal durchschnauben. Ich lege mich für mich fest. Pyrenäen sind hart, aber das hier ist härter. Obwohl man seit Wochen wandern trainiert hat, eigentlich eine gute Form hat, aber die Etappe hoch nach Oce Brero unter diesen Bedingungen, könnt ihr jetzt anrufen und sagen, hol mich ab. Aber wer kommt hier hin? Oh Leute, das ist Hardcore heute. Das ist jetzt mal wieder ein bisschen eine Grenze, eine persönliche, die es gilt zu überschreiten, zu bestehen, nicht hinzuschmeißen. Aber Spaß ist anders. Bleibt dabei. Spaß ist anders. Boah, ist das scheiße heute, echt. Füße sind matschig. Also das ist... Wäre ich bloß im Bett geblieben. Ja, das jetzt auch noch, ne? Hola. Hola. Las vacas no se ponen delante de ti. Grabándolas y apartando. Tienen que apartar las vacas y no apartar la gente. Ihr seid spät dran. Alter, guckt euch die Schuhe an, ey. Guckt euch die Hose an. Das ist voll für die Katz heute. So gar kein Bock. Naja. Aber die Kühe sind süß. Na, Mussi? So eine Scheiße heute. Hallo. Ruhig. Hallo, Elsa. Ganz im Ernst, ich fahre nach Hause, ey. Was soll das denn? Das ist doch wohl richtiger Mist. Kann ich morgen nicht laufen, keine Schuhe. Muss ja Schuhe besorgen. Ach, sowas ist ja wohl. Schreibt das doch unten dran, ihr Affen, ey. Bei Regen nicht passierbar. Nehmt die Straße. Nö, warum? So eine Scheiße, ey. Es hört nicht auf, Leute. Es hört nicht auf. Ich will nicht mehr. Ich höre jetzt auch auf zu filmen. Was soll ich euch zeigen? Matsche, einen erschöpften Rico, was soll das?
hier bergauf noch. Irgendwann mich da. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich weiß nicht, wie weit es noch ist. Und ich kann genau jetzt nicht mehr. Das war geil. Hab gerade ganz laut Scheiße ins Tal geschrien. Ja, Leute, heute ist viel Gejammer. Müsst ihr durch oder abschalten. Vielleicht wird es morgen wieder fröhlicher. Aber heute ist gerade... Nee, kann man ja auch mal so sagen. Oh, es war so eine Experience. Nee, ist Scheiße, braucht kein Mensch. Nimm einfach den Bus und spar dir dieses Gequäle über völlig unzureichende Wege, eine mäßige Beschilderung und dazu noch ein Wetter, wo sagt, ah komm, dem geben wir es heute mal richtig. Und immer nur bergauf. Gott, wie schön war die Pyrenäen, ey. Galizien. Wir sind in Galizien. Das heißt, mein Ziel ist auch nicht mehr so weit weg. Theoretisch. Oh, hätte nicht gedacht, dass es nochmal so einen Weg gibt. Natürlich, bei so einem Touristenort, da wird der ja nochmal schön mit Split aufgefüllt. Damit die Sonntagsspaziergänger schön um die Mauer rumlaufen können. Aber dass der Weg da hinten richtig schlecht wird, das erzählen sie einem nicht. Bin heute stinkig. Aber ich glaube, hier müsste schon Uzi Pereiro kommen jetzt. Puh, reicht jetzt auch. Die Nase voll. War 6 Stunden unterwegs. Durch Schietwetter. Und Wegeverhältnisse, die, ja, verboten gehören. Jetzt holen wir uns einen Stempel. Und dann ist gut für heute. Ich möchte auch nicht mehr darüber reden. Nase voll. Leute, das ist so gemein. Rico ist fast hier, ist jetzt noch in den Ort gelaufen, sich einen Stempel zu holen. Ich habe das gesehen bei Wo ist, wie er so unter uns durch den Wald in den Ort gelaufen ist. Und jetzt schneeregnet das nochmal richtig doll und er ist so fertig. Ich habe das gerade, also er hat mir ein Video geschickt, er kann gar nicht mehr. Ich habe schon kurz überlegt, ihn abzuholen, aber er meinte, das soll ich lassen. Er schafft das irgendwie, bevor ich hier wieder alles abbaue. Das waren dann noch 2 Kilometer. Mann, 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 so eine Matsche, so eine Scheiße. Ihr habt es garantiert gesehen, er wird es euch gezeigt haben, falls er den Nerv dazu hatte. Ich habe jetzt schon mal was vorbereitet, wo er gleich seine Schuhe reinwerfen kann. Die Dusche ist vorbereitet. Dann kann er da gleich reinhüpfen, wenn er die Kraft noch hat. Ich bin echt gespannt, was ich hier gleich für einen Mann kriege. Und dann muss ich ihn irgendwie dazu bewegen, dass er morgen nicht läuft. Leute, das war der Hammer heute. Also was ich gesehen habe. Bin echt gespannt auf seine Bilder und dann das Wetter. Stempel habe ich. Jetzt gehe ich durch den Schnee zu meiner lieben Frau. Und wisst ihr, was ich da mache? Dann betrinke ich mich. Was ist los, Keule? Stehst du schon rum, ne? Na, was ist los, ne? Schniggi, ist doch nass und kalt. Geh mal rein. Idiot, ey. Wäre ich bloß Straße gegangen. Naja, Fredo steht auch heute, wie beim Camino rückwärts, auf dem Uzi Pereiro ohne Sicht. Da ist er, der Mann. Die Schuhe haben wir schon mal in den Müllsack gestopft. Kümmere ich mich nachher drum. Er hat sich Bier gekauft. Ich habe ihm auch Bier gekauft. Alkohol ist immer eine Lösung. Ich habe das schon kommen sehen. Alkohol ist vor allem eine Lösung. Wer behauptet, Alkohol ist keine Lösung, hat keine Ahnung. Jetzt
Geht er noch aus der Macho-Hose raus? Oh, zieht euch das mal rein, ey. Ja, und dann ganz ehrlich, kann er Leute, duschen. Das, heute war ja viel Gejammer. Aber den Weg habt ihr ja gesehen. Auf der Straße war ja noch alles schick. Mhm. Aber es gibt ja diese Straße, diese. Mhm. Ne? Warum kann man denn nicht einen Hinweis machen, Leute, wenn es schneit und regnet, geht nicht diesen Weg. Mhm. Das geht nicht. Das ist unverantwortbar, finde ich. Ja. Vor allen Dingen, weil ja so eine Bergstraße leicht asphaltiert, ja, dann läufst du halt 2 Kilometer länger, aber riskierst keinen Absturz. Weißt du, wie ich die Pilger da gesehen habe? So. Ich konnte ja keinen mitnehmen wegen der Hunde. Ach, aber die war mal an, ja, Alter. Einer ist eingestiegen, 4 oder 5 habe ich gesehen, die das bei mir versucht haben, ja, die mit wollten, weil das dann auch so ein Schneetreiben war und so. Aber ich kann es ja, wenn ich alleine bin, wegen der Hunde nicht machen. Ich habe jetzt da durchgezogen. Da habe ich nur gedacht, Mann. Oh, das war schlimmer wie bei in Marokko Erkchebi. Du machst einen Schritt bergan, ja, und rutscht einen halben Meter runter. Ja, das ist eine große Sanddüne in der Sahara. Und du musst ja aufpassen, dass du dich denn nicht noch komplett maulst. Ja. Und vor allem in den Pyrenäen machen sie das doch auch. Da sagen sie doch auch, je nach Wetter, ja, ist der Weg verboten, dann Straße laufen. Ja, ich verstehe es nicht. Einfach so ein Hinweis oder auch in der App. Hm. Leute, diese Passage nicht bei Regen. Nehmt dann die parallel führende, etwas weiter verlaufende Straße. Ja. Stöcker gar nicht möglich. Die sind stecken geblieben. Ja. Das ist gut. Knie völlig für den Eimer. Ja, weil die natürlich viel verdreht waren, ne? Jetzt muss aber ich mal gucken, egal, dass ich ihn zu einer Pause überrede. Na, aber wir haben es gewuppt. Da bin ich schon stolz. Und körperlich ist es eigentlich nur jetzt wieder die Knie. Durch dieses ewige Wegrutschen und Verdrehen dann. Ja. Ne? Die Anstrengung, ja mein Gott, es geht halt bergan. Aber das ist alles nicht so dramatisch. Ihr wisst Bescheid, Villa Franca del Bierzo bis auf den Ocebrero. Bei Regen oder Schneeregen oder Wettervorhersage mit vorher ein paar Tage Regen. Na, bis Straße laufen bis oder lassen. El Brazo oder wie heißt das Dorf? Mhm. Auch ganz, ganz süße Dörfer mit schönen Bächlein. Bis El Brazo und ab da bitte Straße. Nicht dem Pfeil folgen. Okay. Dann aber ja, es ist ja ein Pfeil Fußgänger, also Wanderer, mhm, und Fahrrad. Dann immer Fahrradweg, ja, nehmen. Es ist sonst nicht machbar bei Regen. Du hast es geschafft und ich finde, hiermit haben wir dann auch das Fazit des Tages schon aufgenommen. Dann kannst du gleich Feierabend machen, oder? Aber Kühe hab ich noch schön. Das war auch geil. Die waren süß, die haben mich gestreichelt. Dann war ich wieder ein bisschen fröhlich. Wie kann man denn noch so gut gelaunt sein? Na, weil man es geschafft hat. Der Ort ist übrigens schön, Ocebrero. Hm. Schade, dass hier zu doll geschneit hat und ich keine Lust hatte mehr, da durchzuwandeln. Mhm. Aber ein bisschen Aussicht gibt es diesmal. Ja, letztes Mal hatten wir gar keine, ne? Ja, ich habe vorne noch einen Rest von einem Schneemann gefunden. Also so lange ist noch nicht her hier. Gut, Leute, ihr seht. Aber hat... Er hört nicht auf zu reden. Hat so mittel Spaß gemacht. Ja. Aber wir haben es geschafft. Ja. Ob man das dann braucht, das kann ja für sich jeder selber entscheiden. Wir sehen uns morgen, Leute. Heute war Etappe 27 zum Abgewöhnen. Und der eine oder andere wäre an dieser Stelle sicher nach Hause gefahren. Wir nicht. Aufgeben ist keine Option. Wir sehen uns morgen. Du bist der Hammer. Bis morgen. Tschüss.